Das Leben ist schon hart, wa? Wie meinst du das, Bruder? Wie soll ich das meinen, Alter? Das Leben ist hart. Ich meine, wir sind unter uns, Bruder. Du kennst das bestimmt selber, wenn du die ganze Nacht feiern warst. Hast du voll durcheinander getrunken. Whisky, Wodka, Bier. Kommst nach Hause, schläfst. Nächsten Morgen stehst du auf mit so einem Schädel. Denkst dir, oh wei, wei, was hab ich nur gemacht letzte Nacht? Gehst du pissen? Denkst du dir auch, geh ich eine Runde pissen? Auf einmal guckst du, Alter, ist das Neongrün. Schon so, das ist schon so giftig, Alter. Das lacht dich schon so an. Denkst du dir, was ist das denn, Alter? Auf einmal riecht das nach Kellogg's Mix, Alter. Kennst du das nicht? Oder meinst du das jetzt ernst? Hat sich das angehört, wie ich jetzt? Klar, meine ich das ernst. Bruder, was bist du für ein Mensch, Alter? Wie, was bin ich für ein Mensch, Alter? Riechst du da dran oder was? Bruder, der Geruch, der steigt eben in die Nase. Was soll ich da sagen? Ich riech doch nicht an meiner Kellogg's Kiste. Kellogg's Smacks, Bruder? Kellogg's Smacks, du kennst doch den Geruch, Alter. Ich kenn Kellogg's Smacks, Bruder, aber sowas. Was bist du für ein Mensch, Bruder? Ich bin ein Mensch, Alter. Warte, Bruder, keine Ahnung. Ich kenn sowas nicht, sag dir ehrlich, Alter. Das ist schon eine Spur zu krank, Alter. Das ist hart, Alter. Das Leben ist hart. Wie meinst du das? Bruder, hast du das noch nie gehabt? Was meinst du? Du hast dir mal einen gewichst. Ne? Im Bett lagst du so, dann holst du dir so einen runter. Mit der linken Hand gehst du an die Eier und machst die Augen zu, dann kommt das so, als wäre das eine fremde Person. Dann wickst du dir an, dann spritzt du dir so auf den Bauch. Und dann denkst du dir, Bruder, ich hab gar keinen Bock aufzustehen, das ist schön warm jetzt. Und dann schläfst du einfach ein. Am nächsten Morgen stehst du auf. Dann ist alles so vertrocknet und verklebt. Wenn du das so abmachst an den Haaren, an den Bauchhaaren, tut das so weh und so. Ist das dein Ernst, Bruder? Hast du das noch nie gehabt, Bruder? Sag mal ehrlich, ist das dein Ernst? Hast du das noch nie gehabt? Bist du ein Mensch, Alter? Kennst du das nicht, Bruder? Ehrlich jetzt. Unter uns ist doch keiner hier, Mann. Bruder, meinst du das jetzt ernst? Normal, Alter. Also du bist zu faul, um dir ein Taschentuch zu holen. Dann kannst du Bruder, wenn du das vergisst, Taschentuch nein, wichst, wenn du vergisst, kriegen, Alter. Nein, wenn du Taschentuch hast, normal, Bruder. Aber wenn du vergisst, Taschentuch mitzunehmen, Bruder, du bist gerade so schön so. Und dann schläfst du einfach ein, Bruder. Kennst du das nicht? Ich nicht. Kennst du das, Mo? Mo, kennst du das? Ganz ehrlich, nein, Mann. Habt ihr das noch nicht gemacht? Warum macht ihr so? Natürlich kennt ihr das. Sag mal ehrlich. Bruder, wer hat das denn heutzutage noch nötig zu wichsen? Ich rede doch nicht von heutzutage. Kann ja auch vor 10 Jahren gewesen sein, aber kennst du das nicht? Dass du dann einfach denkst, hör mal, ist gut, ich dusche morgen sowieso. Warum noch jetzt noch unnötig aufstehen, kalte Wasser, schön Zähne putzen, diese scharfe Zahnpasta, Bruder. Wie willst du schlafen, wenn du Zahnpasta-Geschmack hast? Sag mal ehrlich, ey. Alter.